Hoppa, das wollte ich nicht. Klar, komm. Mach mal hier die noch, ja. I think I can. Ach komm. Vor hier. Lass ich Radfahrt zu besiegen. Danke. Tagebuch. 10. Juli. Wir nennen das neu entdeckte Pokémon Mew. Das neu entwickelte Pokémon. Entwickelte. Das neue Pokémon nennen wir auf jeden Fall. Vulpix. Sie nennen es. Natürlich, Pokémon hat auch seine Story. Zink. Klar, Leimer. Mit dem Aeros kriegt man so einiges nieder. Wenn ich das mal so behaupten darf. Eine Radikal. Call! 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 Auf Verfolgung zieht jetzt ja nicht so viel ab. Also. Siedelbeere. Ich hab eine Citrobeere da. Besser. Hätte so wirklich so nichts mehr gebracht. So, hier hätten wir also trainieren können. Borschner. Ibitak entwickelt sich zu einem beliebten Pokémon bei mir. Und ein Slimer. Das nächste Slimer. Slimeock fehlt noch. Oh, nichts passiert. Das ist schön. Aber ich schwimme als erstes Ziel erstmal die 46. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Sie nannten es Mew. Vielleicht merkt man sich so ein bisschen, versuche die Stimmung aufzubauen. Ist ja alles hinter Pokémon, das ist ja alles so ein bisschen düster. Das ist, war ja auch Pokémon Gold und Silber mit den ganzen Tod und Zerstörung. Okay, Tod ist nicht gerade. Überall gibt es eine. Pokémon hat allgemein immer was Dunkles. Und da ist manchmal Team Rocket mit gemeint. Es ist immer was Mysteriöses dabei. Es wird von Mew erzählt. Ne? Dabei gab es nie Mew, bis eben dieser Glitch da gefunden wurde in Pokémon Gelb. Das war sozusagen das erste Mal Mew. Nicht sozusagen, es war das erste Mal Mew. Aber nicht Pokémon Gelb, sondern Pokémon Rot und Blau. Wieso Mew gerade dann auftaucht? Wer weiß? Ganz ehrlich, wer weiß das? Wer weiß das schon? Wieso kann Mew beim Pokémon-Turm auftauchen? Es ist auch so eine Stelle, wo man sich denkt, ha, mystisch, es ist mystisch. Ein Mysterium nach dem anderen ist in Pokémon-Spielen vorhanden. Man kann niemals sagen, es ist so, es ist so. Es ist immer was dabei, was einen skeptisch werden lässt. Das Pokémon-Haus zerstört.
Für was befindet sich da drin? Ratten. Schleim. Ja. Diebe, die versuchen noch was mit dir zu lassen. Schaulustige Teenager. Aber auch Tagebucheinträge über ein neu entdecktes Pokémon. Sind das nicht richtige Tagebucheinträge? Hätte man die nicht lieber behalten? Oder wollte man vergessen? Das Schöne ist, man kann da alles eininterpretieren. Das macht Pokémon so einzigartig. Wer kann von sich behaupten, wenn sie sagen, du Nefarius, du bist der Bösewicht, Ratchet & Clank, auch einer meiner Lieblingsreihen, weil das Spiel einfach nur awesome ist. Alle Teile, die ich gespielt habe. Also alle, außer Size Matters. Auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Ja, Pokémon. Da ist klar, was Sache ist. Da kann man nicht viel reininterpretieren. In Pokémon schon. Pokémon ist ein Spiel, wo wirklich nicht jeder von sich behaupten kann, das ist unbedingt kindgerecht. Früher denkt man sich ja nur, Böses Team Rocket, Pipa, Papapo. Aber was denkt man sich heute, wenn man mal so darüber nachdenkt? Team Rocket ist das kleinste Problem. Die wollen nur ein bisschen was stehlen, Weltherrschaft, patemäßig. Aber das Dunkle ist hinter. Zerstörte Gebäude. Geister. Der Lebensweg eines Rivalen. Alles kann man hinterfragen. Und das macht Pokémon wirklich so einzigartig. Ich bin total am Abschweifen. Ich habe keine Ahnung, wovon wir vorhin geredet haben. Aber das hier ist ja auch ein schönes Thema im Prinzip. Also, man könnte dabei bleiben. Währenddessen man schon hier in wahrscheinlich einem der mysteriösesten Orte des Pokémon-Universums ist. Da kann man auch schon mal ein bisschen rumquatschen. Ja. Bohrschnabel, das zieht sehr viel ab. Das ist ja sogar der Hitzkill. Also Pokémon, jeder der Pokémon noch nicht gespielt hat und ich würde einfach mal von jedem Teil, am besten wäre wahrscheinlich, wenn man spielen würde, Gelb, Kristall, Smaragd, Platin. Hier geht also noch nicht runter. Aber um dahin zu kommen, habe ich den ersten Schalter nicht gedrückt. Das wird einen Unterschied machen. Naja, oh Gott. Ich drücke ihn einfach mal und dann ist es ja gut sein. So. Ich habe mir für heute auf jeden Fall schon mal Ziele gesetzt, was ich alles so zu tun habe. Also sowas wie eine Agenda. Agenda ist der sozusagen der Plan. Aus dem Lateinischen. Viel weiß ich nicht aus Latein, aber Agenda. Agenda. Ja, das ist Agenda. Agenda ist Agenda. Agenda, da hat die Lehrerin immer gesagt, ja, wir machen heute das. Ich schreibe euch die Agenda. Agenda. Schreibe ich euch auf. Eine Tafel geschrieben, Agenda. Ja, okay. Wieso gibt es einen Vulpix in so einer Bruchbude? Das kann man auch beantworten. Hör mal, es ist eine Zinnoberinsel mit einem Vulkan. Den Vulkan sieht man, glaube ich, nicht. Aber jetzt weiß man, spätestens Gold, Silber,
weil nämlich die Stadt von dem Vulkan begraben wurde. Spätestens dann weiß man, oh, hier ist Feuer, hier ist warm. Bedeutet Vulpix. Vulpix sitzt nur in der blattgrünen Edition, in der feuerroten wäre ein Vulkan. Das gleiche gilt außerdem für Sandama, die gibt es auch nur in blattgrün. Nochmal Borschnabel, weil Borschnabel ist schon sehr stark. Reicht diesmal nicht. Der Slime auch mit sehr viel Leben unterwegs. Oh, Smogon. Ja, okay, brauche ich das zu erklären, wie ein Smogon hier ist? Das ist das gleiche wie Slimer. Na, gibt es denn nicht mal nichts zu erklären? So. Ah, versteckter Schalter. Was haben wir hier? Verschiedenfarbige Lichter blinken. Wieso ist das noch intakt? Wieso ist das noch an? Kann man sich fragen, muss man aber nicht. So, hier oben ist auf, da gehen wir auch hin. Praktika Level 32. Orbitrack ist eigentlich schon Level 46, da könnte man ja im Prinzip auch jetzt Zapf und Streich machen. Holen wir Vulnona raus. Hier wieder Stühle, Tische, Maschinen. Also, ganz ehrlich, man kann sich wirklich eigentlich schon fragen, allgemein, wieso ist das noch so? Und das ist ja sozusagen unverändert. Haben Leute Angst, hier reinzugehen? Lichter blinken noch, als hätte man nie versucht, das auszumachen. Aber wieso ist die Frage? Wieso? Vielleicht werden wir es noch herausfinden. Wenn nicht, dann ist das alles eine Frage unserer Vorstellung. Es ist im Pokémon-Manga, glaube ich, gesagt, dass Pyro auf jeden Fall mit Experimentator war an Mew bzw. Mewtwo. Und dieses Haus ist auf jeden Fall sehr actionreich, weil viele Pokémon rumlaufen, muss ich zugeben. Ich glaube, mir wirklich nur Pokémon, das ist ja ätzend. Da muss ich den Schalter ja drücken. Wer würde es dich tun? Gute Frage. Gute Frage. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen.